Kommen wir nun zum Eigentlichen des Abends, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns die wichtige Frage stellen, die ich als Neuling auch stellen darf. Was ist 2014 im Wangerland passiert? Was haben wir erreicht? Es ist in 2014 viel gestaltet und viel für das Wangerland angeschoben worden. Sehen wir alleine nach Hohenkirchen. Allen Unkenrufen zum Trotz, und da lasse ich mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen, der Marktplatz ist schön geworden. Im Frühjahr hatten wir dort ein erstes Open-Air-Konzert und der Ort gewinnt insgesamt durch die Sanierung. Es gibt ein schönes neues Restaurant im Ort und es gibt weiterhin rege Bautätigkeit. Was mich besonders freut, ist, dass neue private Investitionen in den Ort fließen und den Ort beleben werden. Es gibt eine Firma, die dort ein Pflegeheim baut, eigentlich ein Wohnheim, und in dem sie auch Pflege in Anspruch nehmen können. Es werden dort 6 Millionen Euro investiert. Es werden künftig 56 Apartments für Senioren bereitgestellt und wir werden 56 neue Arbeitskräfte in der Pflege haben. Das heißt 56 neue Arbeitsplätze für Hohenkirchen. Ich denke, das ist wahrlich eine gute Nachricht. Dazu entstehen an gleicher Stelle Doppelhäuser für Senioren und ein Ärztehaus. So können Wangerländer auch als Senioren im Wangerland bleiben, die sonst ins Umland hätten abwandern müssen, weil es dort eben eine sehr gute Infrastruktur gibt für ältere Menschen. Ich brauche bloß nach Jever zu gucken, das wissen wir alle. Ich wünsche mir, wie viele unserer Senioren, sehr, dass Wangerländer auch im Wangerland alt werden können. Mein lieber Jan-Edo Albers, so sehr ich dir als Kreisstadt auch neue Einwohner gönne, ich weiß, dass du hier mit mir und den Wangerländern fühlst. War ein bisschen Nötigung, oder? Entschuldigung. Dass sich private Renovierungen auch ohne Förderung an die Sanierung anschließen, zeigt beispielhaft das Autohaus in Hohenkirchen. Auch hier ist kräftig renoviert worden. All das sind tolle Visitenkarten für den Ort. Die Sanierung wird allerdings bald abgeschlossen werden. Sie dauert nur noch 2015 an. Noch können allerdings auch Privatleute von der Städtebauförderung profitieren, wenn sie ihre Häuser modernisieren. Den Tipp kann ich gerne für private Investoren auch hier in die Runde geben. Auch die Oberschule Hohenkirchen hat profitiert. Auch hier hat es am Standort erhebliche Investitionen gegeben. Sven Ambrosi, herzlichen Dank für den Landkreis. In Minsen tut sich ebenfalls einiges. Hier verhalten sich die örtlichen Vereine meines Erachtens vorbildlich. Sie haben erkannt, was die Stunde geschlagen hat, stellen sich auf und befragen die Minser sogar schriftlich nach ihrer Meinung. Zukunft Minsen heißt das. Hier wird sie gemacht. Ich bewundere dieses Engagement. Der Rat hat zwischenzeitlich einen wegweisenden Beschluss gefasst. Das Nationalparkhaus Minsen soll komplett neu aufgestellt werden. Es sollen Investitionen in Höhe von über 300.000 Euro getätigt werden. Die Wangerland-Touristik hat es geschafft, den Löwenanteil als Spenden einzuwerben. Das ist eine wahrlich gute Leistung. Des Weiteren bemühen wir uns um einen besseren Status für das Nationalparkhaus. Es soll eine anerkannte Nationalparkeinrichtung werden, wenn es nach uns geht. Vielleicht sehen wir dann hier bei uns auch einige der 10 Ranger, die uns jetzt angekündigt sind und die für den niedersächsischen Nationalpark eingestellt werden. In Wievels, meine Damen und Herren, ist die Ortsdurchfahrt endlich fertig? Olaf, unseren herzlichen Dank an das Land Niedersachsen. Die Ortsdurchfahrt so zu gestalten, dass dort jetzt auch langsam gefahren wird, weil das Dorf so interessant ist und schön ist, das liegt jetzt auch ein bisschen an uns. Die Straße nach Waddewaden hat ebenfalls einen neuen Belag erhalten und auch da lässt sich jetzt hervorragend fahren. Wie die vorher ausgesehen hat, die Straße, das wissen wir alle, das war auch dringend nötig. In Schillig ist die Jugendherberge umgebaut worden in diesem Jahr und neu gestaltet worden. Bei einem Tag der offenen Tür konnte man sich überzeugen, was für ein Schmuckstück diese Einrichtung geworden ist. Aber es läuft nicht immer alles gut. Wenn wir nach Medoge gucken, die Kirche hatte der Dorfgemeinschaft die alte Pastorei zur Verfügung gestellt. Was daraus in liebevoller Kleinarbeit geworden ist, ist sicherlich fast allen hier im Raum bekannt. Nun sind, was völlig legitim ist, die Kirchenfinanzen der Landeskirche neu strukturiert worden. Das ist in der Auswirkung aber nicht schön. Es ist aber auch nicht zu ändern. Eine bisherige Förderung durch die Landeskirche für das Dorfgemeinschaftshaus fällt jetzt leider aus. Damit wäre der einzige Treffpunkt des Ortes in Gefahr. Hier müssen und hier werden wir helfen.
Die Straße nach Wannewaden ist ebenfalls erneuert worden. Das sagte ich gerade. Das war richtig und gut. Gleichzeitig hat jedoch mit dem Bäcker das letzte Einzelhandelsgeschäft im Ort geschlossen. Gesucht werden nun Lösungsmöglichkeiten, insbesondere für die Senioren des Ortes. Ist diese Situation sehr schwierig. Die Dorfgemeinschaft ist aktiv. Ich werde hier gerne helfen. In Tettens konnte vor Jahren das Bad durch ehrenamtlichen Einsatz gerettet werden. Wir kommen später noch einmal dazu. Nun hat auch der letzte Händler in Tettens geschlossen. Die Bankfiliale ist leider ebenfalls geschlossen worden. Und das in einem intakten Dorf wie Tettens. Dem Rückzug privater Infrastruktur können wir von gemeindlicher Seite nur schwer begegnen. Immerhin eine gute Nachricht aus Tettens, die mich persönlich erfreut. Die erste Mannschaft ist aufgestiegen. Die haben immer hoch gewonnen, wenn ich dazu geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ich da als Maskottchen was tauge, aber in Hochumersiel, meine Damen und Herren, wird augenfällig, wie sich der Ort verändert. In der Goldstraße ist der kleine Laden Dit und Dat abgerissen worden. Sie kennen ihn fast alle. An dieselber Stelle steht statt eines kleinen, eingeschossigen Gebäudes, wie sonst im überwiegenden Teil der Straße, ein wesentlich größeres Gebäude, was in einigen Diskussionen jetzt die Gemüter erhitzt. Wir müssen darüber sprechen, welche Veränderungen wir zukünftig in den Kernen unserer Orte zulassen wollen und was wir zukünftig zu akzeptieren bereit sind. Die Holzbrücke zum Küstenwachboot 19 in Hochumersiel, die leider schon zu lange gesperrt ist, soll nach Möglichkeit in 2015 möglichst schnell repariert werden. Ein Beschluss für die Bereitstellung der nicht unerheblichen Reparaturkosten ist gefasst worden. In Hochsiel haben wir die gleichen Probleme mit der Veränderung des Ortsbildes. Hier entstehen große Gebäude mit 3 Etagen, wo kurz zuvor noch ein kleines Einfamilienhaus gestanden hat. Hier, wie auch in Hochumersiel, Lösungen zu finden, wird eine der Hauptaufgaben für 2015 werden, meine Damen und Herren. Schön ist es. Dankeschön. Schön ist es, dass wir jetzt in Hochsiel die Grundschule als Ganztagsschule betreiben. Das kommt den jungen Familien sehr entgegen. Wir haben dafür eine Mensa gebaut. Wichtig ist jetzt auch, dass wir eine personell angemessene Ausstattung durch das Land bekommen. Ja, kommen wir zum Personellen, wo ich das gerade sage. Es gibt neue Köpfe im Wangerland. Mit Armin Canning ist ein neuer Geschäftsführer für die Wangerland-Touristik verpflichtet worden. Armin Canning hat sich gut eingelebt, wie er mir gesagt hat. Wir werden uns ab 2015 regelmäßig treffen. Bisher haben die Termine das wechselseitig nicht zugelassen. Aber wir wollen den touristischen Kurs der Gemeinde gemeinsam abstimmen. Wir nehmen Fahrt auf und so soll das auch sein. Daneben war 2014, wie Sie alle wissen, geprägt von den Wahlen. Das Wangerland hatte die Wahl zwischen 3 Kandidaten. Das Ergebnis sehen Sie. Die neuen Köpfe müssen nun aber zeigen, was sie können. Ich komme jetzt zum Köpfezählen. Haben Sie Lust auf ein bisschen Statistik? Hier sind unsere Einwohnerzahlen. Wir haben zum Stichtag 31.12.2013 9.568 Leute mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Wangerland gehabt. 1.447 Leute mit Nebenwohnsitz. Zum Stichtag 30.12.2014 haben wir 9.525 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 1.416 mit Nebenwohnsitz. Hat das jemand auf die Schnelle mitrechnen können? Ich verrate es lieber. Das sind 74 Bürger weniger im Wangerland, meine Damen und Herren. Weniger Bürger bedeutet geringere Steuerkraft, weniger Zuweisungen von anderen staatlichen Stellen, die sich in der Regel ja nach Einwohnern berechnen. Das ist nicht gut für uns. Dazu mal die Urlauberzahlen. Wir haben über 2 Millionen Übernachtungen. Das war 2013. Geteilt durch 365 Tage macht das rund 5.500 Leute, die sich durchschnittlich hier am Tag aufhalten. Das sind eigentlich zusätzliche Einwohner, für die wir von der Infrastruktur her vorbereitet sein müssen, aber keinen Cent extra sehen. Alles addiert hätten wir im Jahresdurchschnitt über 15.000 Einwohner. Nebenwohnsitze dazu 16.500. Da, meine Damen und Herren, stehen wir wirklich. Dabei sind wir größer als kleinere Nationalstaaten wie Liechtenstein. Städte wie Paris, Mailand und Barcelona sind flächenmäßig kleiner als das Wangerland. Ich weiß nicht, ob Sie es gewusst haben. Unsere tolle, weite Landschaft beschert uns dabei ein riesiges Straßennetz, was wir zu unterhalten haben. Alleine 160 Kilometer Straßen haben wir im Außenbereich.
Apropos unterhalten. Wir werden uns darüber unterhalten müssen, wie wir in Zukunft mit weniger Leuten die gleiche Infrastruktur instandhalten müssen oder wollen. Wir werden uns in der Zukunft auch darüber unterhalten müssen, welche Straßen wir überhaupt noch benötigen. Wenn wir uns diese Fragen nicht stellen wollen, dann helfen uns nur neue, zusätzliche Einwohner. Daran sollten wir arbeiten, meine Damen und Herren. Hier müssen Konzepte erstellt werden. Niedersachsen wächst, meine Damen und Herren. Das konnten Sie dieser Tage in der Zeitung sehen oder lesen. Ich möchte das gerne in einigen Jahren auch für das Wangerland feststellen können. Wir haben 2014 für rund 50 Flüchtlinge eine möglicherweise nur vorübergehende, vielleicht aber auch dauerhafte neue Heimat gegeben. Der Landkreis Friesland hat eine rund 30-prozentige Steigerung für 2015 angekündigt. Das heißt, es werden dann 65 bis 70 Leute werden. Wir haben personell in der Verwaltung leider nur wenig Kapazitäten, um uns als Gemeinde umfänglich um diese Menschen kümmern zu können, die teilweise nach schrecklichen Erlebnissen bei uns wieder zur Normalität kommen wollen, zurückfinden sollen. Das ist in allen Fällen aber nicht die vertraute Normalität, meine Damen und Herren, denn sie kommen aus ganz anderen Kulturen. Deswegen bin ich Organisationen wie der Tafel und unseren freiwilligen Integrationslotsen sehr dankbar, die sich nämlich dieser Menschen annehmen und ihnen erste Hilfestellungen im ungewohnten Alltag geben. Ich finde es besonders lohnenswert und lobenswert vor allen Dingen, dass die Kirche im Konfirmationsunterricht beim Krippenspielen, das konnte ich die Tage auch in der Zeitung lesen, dieses Thema aufgegriffen hat. Danke an dieser Stelle an Pastorin Kullig und dem jugendlichen Drehbuchautor Hannes Janz, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Danke. Wirtschaftlich braucht Deutschland nach Ansicht renommierter Wirtschaftswissenschaftler in den nächsten Jahren sehr viele Zuwanderer. Da kursieren Zahlen, wenn Sie den Herrn Sinn gelesen haben in seinen Aussagen, der ausgerechnet hat, alleine um das deutsche Rentensystem zu retten, bräuchten wir 30 Millionen neue Einwohner. Ob das stimmt, glaube ich nicht, aber ich denke, wir brauchen doch, um unseren Einwohnerschwund alleine aufgrund der demografischen Faktoren aufzufangen, werden wir einiges an Zuwanderung brauchen. Gerade für unsere ländlichen Gemeinden und ländliche Gemeinden wie uns gilt aber künftig eins: Wer nicht integriert, wird weit zurückfallen. Überhaupt ist das Thema Ehrenamt für uns elementar. Ich bedauere, dass sich hier im Wangerland Bürgervereine auflösen müssen, weil sie für ihren Vorstand keinen Nachwuchs mehr bekommen. Aber es gründen sich auf der anderen Seite auch neue Vereine, wie zum Beispiel der Förderverein der Feuerwehr Wadewaden. Ich wünsche dem Vereinsvorsitzenden Jörg Schürmann und seinen Mitstreitern stets eine glückliche Hand. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürger, werden Sie für kleines Geld Mitglied im Förderverein Ihrer Ortsfeuerwehr. Unterstützen Sie diese wichtige Arbeit. Stellvertretend für alle Feuerwehrleute danke ich unserem Gemeindebrandmeister Ingo Kruse für die geleistete Arbeit. Der Großbrand bei der Frieslandtechnik. Der Großbrand bei der Frieslandtechnik oder die Gasexplosion in Schillig sind Einsätze, um die euch keiner beneidet. Danke für euren freiwilligen Einsatz. In letzter Zeit beobachten wir außerdem zunehmend autarke Arbeitsgruppen in den Dörfern, die sich der Gestaltung und der Pflege des Ortsbildes angenommen haben. Was die für Arbeit leisten, da konnte ich mich schon selber von überzeugen. Ich sehe hier vorne jemanden, der jetzt wegguckt, aber du weißt, wovon ich rede. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist eine tolle Entwicklung und sie zeigt auch, dass nicht alles durch den Staat gemacht werden muss oder hier bei uns die Gemeinde gemacht werden muss. Bürger wollen und können selbst Verantwortung für ihre Ortschaften übernehmen und werden damit belohnt, dass sie die Orte auch so gestalten können, wie sie es für richtig halten. Damit vermeiden wir, meine Damen und Herren, eine Planung vom grünen Tisch aus, die selten die vor Ort gewünschten Ergebnisse gebracht hat in der Vergangenheit. Früher gab es einen Wettbewerb, der hieß, unser Dorf soll schöner werden. Den Wettbewerb gibt es nicht mehr. Hier bei uns wird dieses Motto aber doch in vielen Orten gelebt, habe ich gesehen. Schöner. Oh, danke.
Schöner geworden, meine Damen und Herren, sind auch die Räume der Wangerland-Touristik. Die Wangerland-Touristik hat einen Teil ihrer Räumlichkeiten hier in Horumersiel renovieren lassen. Der Charme der 70er Jahre ist teilweise bereits einem modernen, ansprechenden Ambiente gewichen. Sie haben es heute Abend im Vorbeigehen bewundern dürfen. So modern, wie es im Foyer nach der Renovierung aussieht, so modern werden wir den Tourismus auch konzeptionell denken müssen. Beim Thema Tourismus werden wir uns überlegen müssen, wie wir uns langfristig, mittel- bis langfristig aufstellen werden. Dazu bedarf es neuer Ideen und neuer Ziele. Einen Anfang haben wir kürzlich mit einem Workshop wichtiger Akteure genau hier in diesem Raum gemacht. Liebe Wangerländer, wir sind nach wie vor ein touristisches Schwergewicht. Seien wir uns dieser Rolle bewusst und vertreten wir das Wangerland mit Stolz und breiter Brust. Sie, meine Damen und Herren, sind alle Botschafter unseres Wangerlandes. Themen wie Strandeintritt spielen dabei nur kurzfristig eine Rolle. Damit werden sich auch weiterhin die Gerichte befassen. Das Ergebnis sollten wir gelassen abwarten. Ich jedenfalls weigere mich, mich über irgendwelche Streithansel aufzuregen. Parallel zum Tagesgeschäft werden wir uns jetzt mit einer neuen Fremdenverkehrsbeitragssatzung beschäftigen, um einen guten und gerechten Maßstab zu finden, damit wir die touristische Infrastruktur auch weiterhin solide finanzieren können. Wir werden dabei die maßgeblichen Akteure mitnehmen. Dieses Versprechen habe ich bereits abgegeben und zu diesem Versprechen stehe ich auch weiterhin. Unterdessen scheinen die touristischen Zahlen für 2014 großartig zu werden. Auch die Vorbuchungen für 2015 sind dem Vernehmen nach sehr gut. Ein Teil dieser touristischen Infrastruktur, meine Damen und Herren, ist der Wangerland-Botschafter. Seit Jahren der Wangerland-Botschafter. Wer von Ihnen kennt den Wangerland-Botschafter? Darf ich mal ein Handzeichen haben von Ihnen? Wer kennt den Wangerland-Botschafter? Das sind leider gar nicht so viele, wie ich mir gedacht habe. Der Wangerland-Botschafter ist eine Person, die das Wangerland im Internet bekannt macht. Wir haben einen Mitbürger, der heißt Matthias Suckert. Der kümmert sich um diese jungen Botschafter in Anführungsstrichen und stellt die erforderliche Technik zur Verfügung. Die meist jungen Bewerber werden für das Wangerland aktiv und berichten über das Internet, über Ereignisse im Wangerland, mit zum Teil sehr, sehr guter und sehr weiter Verbreitung. Es müssen aber nicht immer nur junge Leute sein, die berichten. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich auch einmal ein engagierter, vielleicht technikbegeisterter Senior finden würde, der dieses Amt mal an sich nimmt und es weiterführt. Das ändert die Blickwinkel sicherlich auch ein bisschen, wenn mal von einer anderen Altersklasse auf das Wangerland und auf den Tourismus geblickt wird. Anmeldungen nehme ich hier heute Abend gerne entgegen, ansonsten wissen Sie, wo ich logiere. Ein besonderes Highlight des Jahres darf ich nicht unterschlagen. Im Wettbewerb Entente Floral haben wir erneut eine Goldmedaille errungen. Was da im Projekt Erde und Flut von Wangerländern geleistet worden ist, ist in einem seitenlangen Bericht gewürdigt worden. Ich komme später noch einmal darauf zurück, aber ich sage jetzt auch noch mal herzlichen Dank. Und jetzt noch kurz der Werbeblock. Unser Energieversorger Friesenenergie, an dem wir maßgeblich beteiligt sind, ist jetzt in die Gewinnzone vorgestoßen. Der Prüfbericht lobte das Plus von rund 86.000 Euro nach extrem kurzer Anlaufphase. Die Friesenenergie gehört den Inseln Wangerooge und Spiekeroog sowie der Gemeinde Wangerland und der Stadt Jever. Wie soll es nun 2015 weitergehen? Meine Damen und Herren, wir werden in Hohenkirchen weiterbauen und 2015 die Dorfsanierung in der Bismarckstraße fortsetzen. Die Sanierungsmaßnahmen werden, wie ich schon gesagt habe, 2015 abgeschlossen. Wir müssen in Hohenkirchen beim Wangermeer vorankommen. Es zeichnet sich eine gute Entwicklung ab. Die Fußballgolfanlage ist in diesem Jahr in Betrieb genommen worden und wird sehr gut frequentiert. Es ist aber auch in einigen Teilbereichen feststellbar, dass die Natur das Wangermeer gerne annimmt. Wir werden hier viele berechtigte Interessen unter einen Hut bekommen müssen. Es muss weitergehen. Parkplatz- und Zufahrtsfragen müssen geklärt werden. Das wird den nordöstlichen Teil Hohenkirchens und die Gottelser gleichermaßen betreffen. Wir dürfen diese Problemstellung nicht isoliert betrachten und nicht die einen gegen die anderen ausspielen. Und wir werden die nötigen Gespräche offen und öffentlich führen.
Die Ortskerne von Hoogsiel und Hoogumersiel, ich sprach das auch schon an, müssen wir in den Blick nehmen. Hier dürfen wir ungewollte Bausünden nicht zulassen. Wir alle möchten die alten Ortskerne erhalten. Sie prägen unser Ortsbild hier. Wir werden Planungen einleiten mit dem Ziel, dass der Ausverkauf und das Wildwestbauen aufhört. Das, ich sagte es gerade schon, wird ein Thema in 2015 werden. Es muss auch weitergehen in Sachen Mole. Hier hatten wir kürzlich alle zu beteiligenden Stellen an einem Tisch. Ich werde die Gespräche ohne jegliche Schuldzuweisung weiterführen, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Ich kann heute verkünden, und ich habe den Wirtschaftsminister als prominenten Zeugen hier, das Verfahren ist auch auf höchster Ebene wieder in Fahrt gebracht worden. Danke für deine Hilfe, Olaf Lies. Aber Sie wissen alle, Vertrauen ist gut. Ich habe darauf bestanden, dass die Informationen alle bei der Gemeinde Wangerland zusammenfließen, sodass wir zu jedem Zeitpunkt über den Verfahrensstand in Kenntnis gesetzt sind. Alles, was an E-Mail und Schriftverkehr geht, geht auch an uns. Spannend wird die Entwicklung im Jade-Weser-Port, meine Damen und Herren. Dieser Hafen wird sich entwickeln. Die guten Nachrichten haben Sie vor einigen Tagen in den Nachrichten gehört oder gelesen. Der Jade-Weser-Port wird künftig von 3 Linien angefahren. Möglicherweise kommt die 2. Ausbaustufe schneller, als wir denken. Und hier sehe ich für die Zukunft große Chancen, auch für unsere kleineren Häfen wie Hoogsiel. Der Helgoland-Verkehr ist leider eingestellt worden, weil er sich nicht mehr gerechnet hat. Wir wollen in Gespräche einsteigen und vorschlagen, künftig die Felseninsel wieder von Hoogsiel anzufahren, wie es schon mit dem Katamaran gelaufen ist. Das spart 1 Stunde Fahrzeit und verlängert den Aufenthalt. Apropos kurze Fahrzeiten, ich muss noch mal eben weg von der Küste. Der Radweg Medoge, Tettens, Oldorf ist leider noch nicht so vorangekommen, wie wir uns das vorstellen. Dieser Radweg ist uns wichtig und ich werde mich weiter persönlich dafür einsetzen. Neben Straßen und Wegen ist heutzutage auch die digitale Infrastruktur sehr wichtig. Ohne E-Mail und Internet geht in weiten Bereichen unserer Gesellschaft nichts mehr. Wir wollen viel machen in diesem Bereich. Der Landkreis hat hier vorgelegt und wird den Breitbandausbau fortsetzen. In den eng bebauten Bereichen wie in Jever steht die Infrastruktur bereits, weil die Firmen dort mit wenig Aufwand viele Kunden erreichen. Bei uns sind weite Wege zurückzulegen. Wir sollen dabei nicht zurückstecken. Gute und schnelle Internetverbindungen sollen auch bei uns in der Fläche möglich sein. 30.000 Mbit sollen hier das Ziel sein. Richtig. Das Thema ist noch nicht überall bekannt. Ein großes und spannendes Thema wird der weitere Umgang mit der Windenergie werden. Wir wollen wissen, ob noch weitere Flächen entwickelt werden können. Dabei wird es wichtig sein, die Belange aller Akteure zu berücksichtigen. Was sich realisieren lässt, muss die weitere Planung zeigen, meine Damen und Herren. Wichtig wird am Ende sein, dass die Wangerländer insgesamt davon profitieren. Wie sieht nun die Zukunft des Wangerländers aus? Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Eines können wir aus einem der erfolgreichen Projekte dieses Jahres lernen. Entente Florale, hier bei uns Erde und Flut. Wir müssen größer und im Zusammenhang. Und was unsere Größe angeht, kann ich sagen, wir müssen wangerländisch denken. Was wir dazu brauchen, das wissen wir selbst am besten. Die Spezialisten sitzen meines Erachtens stets vor Ort. Dass man meistens selbst weiß, was richtig ist, soll Ihnen folgende kleine Geschichte verdeutlichen, die ich Ihnen jetzt vortragen möchte. Es war einmal ein Schäfer, der in einer einsamen Gegend seine Schafe hütete. Plötzlich taucht bei diesem Schäfer ein nagelneuer, großer, dunkler Audi auf und hält direkt neben ihm. Der Fahrer des Audi, ein junger Mann im Maßanzug, glänzenden Schuhen, Ray-Ban-Sonnenbrille und einer sündhaft teuren Krawatte, steigt aus und fragt ihn: Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins? Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden Schafe und sagt: Das geht in Ordnung. Der junge Mann parkt den Audi, verbindet sein Notebook mit dem Internet, geht auf eine NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe eines GPS-Satellitennavigationssystems, öffnet eine Datenbank und viele Excel-Tabellen mit einer Unmenge von Formeln. Schließlich druckt er einen langen Bericht aus, studiert diesen, dreht sich dann zu dem Schäfer um und sagt: Sie haben hier exakt 1.586 Schafe.
Der Schäfer sagt, das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann nimmt sich ein Tier, lädt es in den Audi ein. Der Schäfer schaut ihm zu und sagt, wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir das Schaf dann zurück? Klar, warum nicht, antwortet der junge Mann. Der Schäfer lächelt und sagt, Sie sind Unternehmensberater. Das ist richtig, sagt der junge Mann. Wie kommen Sie darauf? Sehr einfach, sagt der Schäfer. Erstens kommen Sie hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat. Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung haben dafür, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich mache. Und jetzt geben Sie mir bitte meinen Hund zurück. In diesem Sinne sage ich, meine Damen und Herren, packen wir es selbst an. Richten wir unseren Fokus auf das Wangerland 2030 und fangen wir an, neue Visionen zu entwickeln. Ich schließe mit meinem persönlichen Jahresmotto für das Jahr 2015. Ich zitiere an dieser Stelle Walt Disney, der einmal folgenden Satz gesagt hat. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen. Lassen Sie uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für das Jahr 2015 alles erdenklich Gute, vor allem Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Denjenigen, die gute Vorsätze gefasst haben, wünsche ich die nötige Selbstdisziplin zum Durchhalten. Und bitte bleiben Sie dem Wangerland gewogen. Herzlichen Dank, dass Sie mir so lange zugehört haben.